Ja, guten Abend, meine lieben Zuhörer und neuen Abonnenten. Erstmal danke dafür. Und klar, Thema wieder heute Abend: Palästina- und Israel-Konflikt, der Nahosten-Konflikt. Ich habe jetzt heute mal so eine kleine Bilderserie vorbereitet, hier von 5, 6 Bildern, um euch mal zu zeigen, auf was wir hier eigentlich zusteuern. Ich habe mir hier mal ein paar Daten aufgeschrieben. Ich habe da ein Bild von 1900. Ich habe ja ein Video gemacht, wo wir von 63 vor Christus mit Römern, Vertreibung der Juden und Gründung des Palästinenserstaates und ne, immer weiter, wie sich das alles da entwickelt hat. Ich denke mal, ihr habt das gesehen bis zum Ende. Falls nicht, schaut in die Playlist rein. Verlinke ich euch aber auch hier oben nochmal. Diese Playliste. Und ja, ich weiß jetzt gar nicht erstmal, wo ich. Ja, ich versuche mal irgendwo zu starten. Also, heute im Bundestag oder gestern im Bundestag haben wir ja die hundertprozentige Resolution oder hier, wie heißt das? Staatsräson zu Israel, sowohl humanitär, finanziell sowieso und auch militärisch. Das könnte heißen, dass da auch Panzer, Flugzeuge und wenn es Israel anfordert, alles, was Israel wünscht, wird Deutschland liefern. Und wir haben in Deutschland dann hier die hundertprozentige Solidarität auch hier auf den Straßen. Und jetzt ist das Perfide ist ja, wir haben ja jetzt in Deutschland seit 2016 hier auch eine Einwanderungspolitik. Es kommen ja sowohl Bürger aus dem Islam und aus den muslimischen Ländern, die lassen wir jetzt mal ein bisschen raus. Erstmal so die islamischen Länder, weil Palästina gehört ja zu der Arabischen Liga, Islam, Sunniten, Schiiten, das wirkt ja alles zusammen. Und da ist ja auch die Frage, habe ich ja auch in einem Video gemacht, warum nimmt die Arabische Liga keine Flüchtlinge aus Palästina auf? Das muss ja auch einen Grund haben. Da sagt der Ägypten, ja, da ist das Problem von Israel, müssen die lösen. Also Saudi-Arabien, die Vereinigten Emirate, die sind so mega reich, die könnten doch auch die Flüchtlinge aufnehmen, die ja jetzt kommen werden, oder sich auch hier mit einschalten, um da eine Lösung. Wir brauchen hier eine Lösung. Weil es kann nicht die Lösung sein, im Gazastreifen, habe ich ja auch schon gesagt, leben 2 Millionen Menschen. Das sind ja nicht 2 Millionen Terroristen. Und die Hamas, sage ich mal, höchstens 30.000, das wird schon schwer genug, die zu besiegen, mit diesem Häuserkampf und Grabenkampf. Die haben mich ja eingebuddelt, habe ich ja auch schon da berichtet. Das wird sehr schwierig werden. Aber innerhalb von 2 Monaten wird das vielleicht geschaffen sein. Aber zu welchem Preis? Es kann jetzt nicht sein, dass Israel jetzt die 2 Millionen Menschen da töten möchte, oder doch? Ich stelle jetzt mittlerweile mal alles hier in Frage. Und ja, weil ich gehe mal hier in die ersten Bilder rein, ich werde das mal kommentieren, damit man sich mal so einen Eindruck macht. Ich weiß ja nicht, ich glaube, nicht alle können sich das vorstellen, wie die Menschen da im Gazastreifen leben. Da müsste man eigentlich viel mehr Fotos machen, aber die sind ja auch teilweise hier urheberrechtlich geschützt. Da muss ich höllisch aufpassen, sonst kommt das Video gar nicht an den Start und mein Kanal kriegt einen roten Button und dann bin ich raus und dann kann ich mir die 320 Abonnenten, dann ist das vorbei, die ganze Mühe, die ganze Arbeit, die ganzen Videos, die ich hier gemacht habe, weil ich brauche ja meine 500 oder 1000. Ne, also wer neu ist, auch Abo da lassen. Es schauen ja viel mehr zu die Videos, hoffentlich auch bis zum Ende. Bleibt bis zum Ende dran, weil ich finde alles immer hochinteressant. Ich denke mal, ihr lernt was dazu. Ich versuche schon irgendwie zu erklären, so aus meinem Stand. Und auch hier, ich muss mich auch vieles hier anlesen und auch viel zwischen den Zeilen hören. Weil heute Olaf Scholz, der sagt ja, dieser bestialische Massaker am Samstag, am 7.10. Das muss ja von langer Hand vorbereitet sein. Das schafft ja also eine Hamas ja nicht alleine. Die ganzen Soldaten, die müssen ja irgendwie auch ausgebildet sein, damit die wissen, mit Paraglidern, Motorrädern und mit modernsten Panzerfaust, Waffen und wann und wie die wo durchgehen können. Da muss ja irgendwie einer da das ausspioniert haben.
Das muss ja von langer Hand vorbereitet sein. Und da fällt immer das Land Iran. Und Iran gehört nicht zur Arabischen Liga, so wie ich das jetzt hier so sehe auf der Karte. Hochbrisant finde ich, und weil mit Iran ja auch Putin, Russland, hört man überhaupt keine Stimmen. Die wird ja völlig weggeblendet, wie man ja auch hier in Deutschland komplett die Meinung der AfD wegblendet. Das machen die Medien ja ganz geschickt. Man macht so, als gäbe es kein Russland mehr, als wenn er überhaupt kein weltpolitisch überhaupt keine Rolle mehr spielen will, weil wir ja, ne, Amerika, der Westen gegen Russland, das ist jetzt der Todfeind, damit reden wir nicht mehr. Das hat sich so richtig eingeschlichen, dass man in einer Demokratie muss man mit allen reden. Demokratie, Debatten, das gehört dazu. Reine menschliche Debattenkultur gibt es in Deutschland nicht mehr. Man kanzelt die Leute ab, man redet nicht mehr, man legt den faulen Eier ins Nest und man will ihn nicht haben, man will in seinen woken, hochnäsigen, arroganten Bereich bleiben. Und das wird hier kippen. Weil auch der Westen hat ja auch Schuld, dass sich die Hamas überhaupt hier so ausbilden konnte, so ausbreiten konnte, weil man hat ja da alles hier finanziert. Und der Hamas kam ja heute in den neuen Nachrichten. Ist für Schulen verantwortlich, ist für die Krankenhäuser, für die Versorgung verantwortlich, auch, aber auch für das Militär. Also die bekommen die Gelder mit irgendwelchen Zwischenmännern und hat dann so der Westen und Deutschland jahrelang nicht kontrolliert und man hat einfach nur bezahlt und hat gehofft, das geht hier alles friedlich zu. Und genau das ist nicht passiert. Und jetzt ist Iran vielleicht jetzt hier das Böse, weil man hat ja immer viel aus Iran gehört, mit dass da diese Reporterin erschossen worden und jetzt hier die Mullahs sind ja da richtig korrupt und alles wie damals. Ich habe hier so ein Déjà-vu mit dem Irakkrieg. Wir können noch weiter zurückgehen, wir können auch in den Vietnamkrieg reingehen, ja, wo ja Amerika auch überhaupt keine Erfolge hatte und das wurde immer als Erfolg dargestellt. Und da ist das Volk ja auch total getäuscht worden, um milde auszudrücken, also richtig, ne, verarrt worden. Wie auch im Irakkrieg, also der zweite Irakkrieg, wo man ja gesagt hat, Saddam hätte Atomwaffen und er hätte in 5 Minuten hier die Raketen drüber geschossen, was ja überhaupt nicht stattfand. Und stattdessen hat man 1,5 Millionen Iraker mit den schwarzen Stealth-Bombern und was weiß ich mit welchen Bombern, plattgebombt. Man hat im Vietnamkrieg so viel Bomben abgeworfen wie im gesamten Zweiten Weltkrieg. Das muss man sich mal vor Augen führen. Und was für Bomben? Agent Orange, diese Brandbomben, diese Phosphorbomben, bestialisch. Und diese Bilder hat man dem amerikanischen Volk gezeigt. Da kam auf Arte, kam hier so ein Sechsteiler abends, die kommen immer um 2 Uhr, aber ihr könnt ihr auf der Mediathek das mal anschauen. Hochinteressant. Eine katastrophale Niederlage für die Amerikaner, bestialisch mit Präsident Johnson und Nixon. Und da wurde ja Kennedy erschossen, 63. Der Krieg hat ja auch fast 40 Jahre gedauert. Kampf gegen Kommunisten. Und da hat man nachher gesagt, man steht ja auf der falschen Seite. Und danach musste Saigon evakuiert werden. Aber das wird jetzt hier den Rahmen sprengen. Aber die Geschichte wiederholt sich und diese Déjà-vus wiederholen sich. Und ich will jetzt nicht hoffen, dass wir auch hier wieder werden. Ne? Ich will das jetzt mal nicht hier befürchten, weil, nochmal, woher wusste die Hamas, wie, mit welchen Waffen, die wohin so schnell rein? Und dann so schnell wieder raus mit Gefangenen oder wurden nachher rausgetrieben. Wo war erstmal A, die israelische Armee? Wo war der CIA und der Mossad, also der Geheimnis von Israel, die sonst alles wissen, alles ausspionieren? Haben die da ja in Hamas mit Handzetteln gearbeitet und, dass die das gar nicht wissen konnten? Scheint so hoch ausgebildet, aber es fällt immer der Name Iran. Oder halt jetzt hier Katar. Der war ja heute auch in Deutschland da, dieser Emir, und die unterstützen ja auch finanziell die Hamas. Also das ist ein ganzer Drahtseilakt, aber man muss hier wieder mit allen reden. Und da frage ich mich hier, wo ist Saudi-Arabien, einer der reichsten Länder auf der Welt, oder die Vereinigten Emirate und der Oman und Dubai? Wo sind die Staaten? Die müssen sich ja sofort einklinken, damit das hier nicht weiter eskaliert. Oder ist das alles gewollt von diesen Ländern? Das ist natürlich jetzt hier die sehr große Frage.
wo geht das hier hin? Aber wie gesagt, ich schalte euch mal erst um auf die Bilder und sage denn da irgendwas zu, weil ab morgen, habe ich auch ein Video gesagt, wird die Hamas, hat ja am 13.10., also Freitag der 13., das ist ja auch ein Tag, ja, katastrophal, da wurden ja, das wird auch zu weit, nur kurz angerissen, da haben ja die französische Königin, der französische König hatte ja hohe Schulden bei den Tempelrittern, also, ne, und der konnte das nicht bezahlen und hat am Freitag, den 13., glaube ich, hier alle Tempelritter in ganz Frankreich umbringen lassen. Daher Freitag der 13., kann man, glaube ich, geschichtlich nochmal nach googeln. Googelt mal Freitag den 13., Kreuzritter, da findet ihr das. Ja, ich gehe jetzt mal in das erste Bild rein und das finde ich schon, das sagt eigentlich alles, warum hier Palästina das geworden ist, was jetzt ist, ein ganz armes Volk. Man hat da den Staat Israel hingesetzt, wo eigentlich die Palästinenser gewohnt haben. Und da muss man ja nicht wundern. Man hat denen versprochen, habe ich auch in Videos gesagt, diese Zwei-Staaten-Regelung. Israel hat einen Staat, hat sich weiter ausgebreitet und Palästina nicht. Hat bis heute keinen eigenen Staat. Was immer gemacht worden ist, was immer versprochen worden ist, steht in der UN-Charta drin, 181, Palästina steht einen eigenen Staat zu. Aber das muss auch von der Landmasse her gleich sein. Und nicht hier, dass Israel sich immer weiter ausbreitet und immer mit Scharmützel und auch die Palästinenser in der Vergangenheit massakriert haben. Also das israelische Volk ist ja auch nicht ohne und die haben sich ja auch immer weiter ausgebreitet, weil da auch ein sehr arrogantes, hochnäsiges Volk ist. Ne? Also höher als die Palästinenser und ja, das ist ein Volk zweiter Klasse, sag ich mal. Und dann muss man sich nachher nicht wundern, ja, die können kommen, das sind ja alles hier unsere Leiharbeiter oder billige Arbeitskräfte, da wird schon nichts passieren, bis zum 7.10. Jetzt dreht sich das alles, aber wir müssen ganz klar trennen zwischen Hamas, diese Terroristen, genau wie der IS, und das Volk Palästina, da muss man ganz klar trennen. Man kann jetzt nicht hier ein riesengroßes Massaker hier anbeginnen. Wo sollen die 2 Millionen denn hin? Was soll aus denen werden? Da muss man ein ganz großes Fragezeichen machen. Wenn die da weg sollen, wenn denn hier also ein Verteidigungsminister hier sagt, wir werden den Gazastreifen, den Erdboden gleich machen oder wir werden uns rächen. Was heißt das? Ne? Müssen wir mal alles, ne? Wir müssen das alles hier ganz ruhig analysieren. So hart das auch ist, das haben wir hier in Deutschland mit Frankreich auch hinbekommen. Frankreich und Deutschland, das waren die Erzfeinde. Wenn man mal sieht, was Deutschland im Zweiten Weltkrieg da angerichtet hat. Und man hat es nachher geschafft, dass sich nachher wieder Franzosen und Deutsche angenähert haben. Das dauert natürlich seine Zeit. Da brauchen wir 10, 15 Jahre. Das ist natürlich klar. Das gleiche wie auch Ukraine, Russland. Da muss es auch eine Lösung für geben. Wir können doch nicht hier immer weiter Waffen liefern und dann mal nachher hier im Zweiten Weltkrieg oder in einen Atomkrieg endet. Das will ja wohl keiner von uns. Oder Frau Strack-Zimmermann oder Herr Kiesewetter. Da möchte ich mal so eine Antwort drauf haben. Da muss man denen das mal so ganz klar fragen. Und da werde ich mit euch, ja, nicht, dass die sagen, ja, wenn es sein muss. Da bin ich mal auf die Antwort gespannt, aber selber ihre Söhne und selber an die Grenze gehen, das wollen die natürlich nicht. Das wollen natürlich andere machen. So, ich schalte euch mal um und dann gehen wir mal in die einzelnen Bilder rein. Also hier habe ich mal das erste Bild, wo drin steht Verlust der palästinensischen Gebiete von 1946 bis 2000. Ne? Da gehe ich jetzt mal ganz grob rüber. Ich werde ja die Bilder... Na gut, die seht ihr jetzt ja auch, müsst ihr mal googeln. Die habe ich alle hier so bei Google mal rausgesucht, also palästinensische Gebiete. Oder gibt mal Israel und dann dieser, hier sind wir Stufe 1. 1946, also kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, war das ganze Grüne, war alles Palästinina. Das ganze grüne Land hier. Und dann hat man ja, war ja, glaube ich, Protektorat von Großbritannien. Und dann hat man das ja aufgeteilt. Dann hat man ja gesagt, hier, wir machen eine Zwei-Staaten-Lösung. Und eine UN-Aufteilungsblatt 1947, das jüdische Gebiet. Und hier hat man dann hier das palästinensische Gebiet.
Achso, hier sind noch die Weißen. Die hatten hier wohl auch noch kleine Gebiete. Also sehr klein erstmal, ne? Weil ja noch gar nicht so viele Juden da lebten. Die lebten ja alle in Amerika, Europa, in Russland, wo die, also weltweit ist ja, wie ich schon mal gesagt habe, ist ja eigentlich das Judenvolk, das Judentum oder hier wie nennt man die, das israelische Volk, ne? Ein Volk ohne Land. Und dann hat man die dann hier hingesetzt, hier ist Jerusalem, und dann hat man das hier so geklärt, jüdisches Gebiet, und da ist eine Gründung des Staates Israel, Vertreibung der Palästinenser in Stufe 2. Also man hat die Palästinenser vertrieben, hat also nicht ganz klar geklärt, hier die Hälfte, hier ist Palästina und die Hälfte ist Juden. Damit hätte man das, glaube ich, gelöst und dann hätte man die ganzen Kriege, die ganzen Scharmützel seit 1947 wäre dann geklärt worden. Aber das ist nicht gewollt. Bis heute hört man nichts von einer Zwei-Staaten-Lösung. Man redet zwar darüber, aber man tut es nicht. Weil es nicht gewollt ist, weil Israel sich dagegen wehrt, weil die wollen ja kein, jetzt schon mal gar nicht mehr, weil die keine Ländereien abgeben wollen. Das ist eigentlich für mich das wichtigste Foto, weil das sind hier Grenzen, hier ist der Gazastreifen, der geht nach hier so rum, hier ist Ägypten, hier ist Jordanien, da oben hier ist Libanon und dann noch Syrien. Das wird das ja alles hier beschossen, hier um die Hisbollah und dann Syrien wird auch noch beschossen. Also das muss man gucken, wie weit sich das jetzt hier entwickelt. Ne? Ja, da sind wir hier 1947. Dann gehen wir mal weiter in Stufe 3 von 49 bis 67. Schaut euch mal an, wie weit sich da das israelische Gebiet, das Wohngebiet, oben komplett weg. Hier auch, ne, Jerusalem hier so rein, zweigeteilt die Stadt. Dann ist denn hier schon Palästina und schaut euch mal den kleinen Gazastreifen. Und darum geht es hier. Und hier wohnen 2 Millionen Leute, heute 2 Millionen, und hier wohnen 3 Millionen. Circa hier im Westjordanland. So, und das ist ja jetzt hier 67. Und wir sind ja jetzt hier bei 2000, Stufe 4. Na, das seht ihr das hier? Hier unten Jordanien, Ägypten, Libanon und hier ist Syrien. Und jetzt schaut euch das mal hier an, wie weit sich hier Israel in diese Ländereien hier rein, einfach die Ländereien nehmen, weil die einfach wegdrängeln. Und hier ist der Gazastreifen auch schon hier, Israel hier schon drin. Und das richtig klein geworden. Das hier fehlt schon. Ist ja klar. Also, ne, wenn das umgekehrt wäre, möchte ich nicht wissen, was hier los wäre. Aber wir müssen auch hier beide Völker verstehen, weil wir müssen gucken, dass hier eine Zwei-Staaten-Lösung reinkommt. Das muss geklärt werden und dafür brauchen wir die Großmächte, wie ich das hier, in Russland, China, Frankreich, England von mir ist noch und auch Amerika, die müssen das hier ganz klar lösen mit den beiden Ländern und nicht erst danach, wenn 2 oder 5 Millionen Menschen eliminiert sind, oder ich weiß nicht, was sie vorhaben. Das muss man vorher ganz klar klären. Und ich will hoffen, dass Amerika mit Israel da human eine Lösung findet. Aber ich habe da meine großen Zweifel, weil ich aus der Geschichte gelernt habe, siehe Vietnamkrieg, wie haben die Amerikaner da gewütet, siehe Irakkrieg, wie haben die Amerikaner da gewütet, jetzt haben wir einen Stellvertreterkrieg in der Ukraine, was war in Afghanistan los? Die Amerikaner sind auch nicht ohne, sage ich es mal, und sollte da ein amerikanisches Kriegsschiff versenkt werden, dann wird das den Iran angekreidet. Dann möchten die wissen, was hier los ist. Oder sollte Iran da eine Rakete reinschießen mit einem iranischen Hoheitszeichen, dann sage ich hier gute Nacht, Naher Osten. Und dann haben wir hier, dann ist die Frage, wie reagiert Russland da drauf? Ne? Und die Arabische Liga mit, wie heißt der Mohammed, Said Salem oder wie der heißt, da habe ich jetzt auch nochmal hier so ein Foto. Das ist jetzt hier diese Liga. Ich mache nochmal ein bisschen größer. Auf der Scheine. Hier, das ist der von Saudi-Arabien hier. Die sind ja alle auch mega reich, die reicheren Staaten. Und Palästina ist, glaube ich, das Ärmste. Und die anderen hier, Bahrain ist ja auch noch reich. Oder die afrikanischen Länder. Fangen wir mal an mit Libyen, Libanon, Tunesien, Algerien, das sind ja schon die ärmeren Länder aus Afrika, die gehören das zwar auch zu, und Ägypten, und die halten sich alle momentan noch raus. Das muss man ganz klar hier fragen, wie steht ihr dazu? Ihr müsst eure Landsleute da helfen, das sind die Ärmsten der Ärmsten. Oder wie ich halt immer sage, ist das so gewollt? Nee, die sollen
eliminiert werden, so hart es auch klingt. Und das kann es ja nicht sein. Das wäre für mich eine humanitäre Katastrophe. Und das muss man dann auch ganz klar Israel oder hier, wer es da reingeht, mit Unterstützung von Amerika, der ist ja jetzt da, der Außenminister, das muss man ganz klar hier unterbinden. Guck mal, ich jetzt hier von Foto habe, ja, hier ist denn hier mal, machen wir ein bisschen größer, hier sieht man denn hier so einen israelischen Soldaten, der dann hier so ein, ne, der will dann rüber, das sieht denn da so aus, Besatzungsende nicht gewollt. Ne, der kommt aus der Besatzungszone und das ist ein israelischer Soldat, die werden ja richtig körperlich kontrolliert und das ist ja auch eine Demütigung. Muss man ganz klar sagen, eine Demütigung vom Volk, von Palästina, das muss man auch ganz klar erwähnen. Und da muss man sich auch nicht nur die Einzelschicksale von den israelischen Familien, die natürlich schlimm und bestialisch sind und die Entführungen, ganz klar, aber auch hier jetzt die Toten durch die Raketenangriffe, die auch in der Vergangenheit da passiert sind, da wurde nie drüber berichtet, nie so ausführlich wie jetzt hier. Da konnte Israel immer schalten und walten, hat keinen so richtig interessiert. Ach ja, ja, haben wir denn so hingenommen und danach kam direkt die Bundesliga oder sonst das Wetter. So muss man das hier sehen und jetzt haben wir hier, jetzt haben die mal zurückgeschlagen und richtig brutal und jetzt haben wir hier, steuern wir auf den Dritten Weltkrieg zu, wenn wir Pech haben. Hier auch nochmal so ein Bild. Ja. Zwei-Staaten-Lösung ist die beste aller, ne? Ist nicht gewollt. Hier ist auch so ein israelischer Soldat und da immer die Fronten, ne? Dass sie immer da alles kontrolliert. Hier ist die Flagge von Palästina und ich werde mich das irgendwo im Gazastreifen oder Westjordanland, weil die Israelis gehen dann, die werfen mit Steinen und Israelis geht hochbewaffnet mit Schutzhelm, mit Panzern, gehen die gegen die Palästinenser vor. Ja, das werden die jetzt auch machen, weil mal gucken, wie hoch die Hamas da, ja, ne, Hamas rede ich jetzt nicht von, das sind jetzt hier auch, obwohl, die wie man hier hört, auch in Deutschland, finden viele das toll, da gibt es ja auch so einige Videos, Beachtung Reichtel, da fällt mir nichts mehr zu ein, aber so ist die, der Schmerz, ne? Hier sehen wir den auch, da habt ihr bestimmt auch das Foto im Nachrichten, ne? Das ist denn jetzt hier, das ist jetzt hier der, guck, schaut mal, wie eng die Häuser stehen und da schlägt es eine Rakete in so einer Schule, in so einem Wohnhaus mit 100, 200.000, mit 100 oder 200 Toten, normale Bevölkerung und die Hamas sind unter der Erde. Die wissen das ja auch, dass die bombardieren und die sind unter der Erde, das muss man ganz klar trennen, Hamas und das palästinensische Volk. Ne? Aber wie gesagt, hier ist eine Zwei-Staaten-Lösung nicht gewollt und dann haben wir natürlich hier solche Bilder. Jetzt gehen wir mal nach Deutschland, jetzt ist ja hier Palästina-Demos weltweit. Also hier sind wir ja in Deutschland, ne, Supermarkt, oder die werden ja überall demonstrieren für ein freies Palästina. Da kommt mir das schon bald so vor, wie damals 1965 in Amerika gegen den Vietnamkrieg. No war, nicht mehr weiter, stopp den Krieg mit den ganzen Studentenaufständen, mit Woodstock, mit dem Tod von Martin Luther King gegen die Farbigen. Hochinteressanter Bericht in Arte, müssen wir mal gucken, Vietnam 1 und 6 Teile. Hochinteressant, wie da Amerika fast wie die Polizei da durchgegriffen hat, die haben auf unbewaffnete Studenten geschossen. Ganz, ganz heftig. Und das könnte hier auch, wenn wir das nicht stoppen, wenn wir da nicht ganz klar hier eingreifen, aber das ist, ich glaube, ich habe die große Befürchtung, das ist schon zu spät, weil wir nicht wissen, wer seit 2016 hier im Land ist. Jede Menge Anhänger aus diesen arabischen Ländern und die respektieren unsere Gesetze und Normen nicht, die kriegen wir gar nicht mehr abgeschoben und das kann jetzt eskalieren, sollte diese Gruppe, guckt, ob ich das Foto habe, da ist auch nochmal hier so ein, ne, die demonstrieren ja auch, Proteste hier in Berlin, schau das mal an und unsere Polizei muss da unten hier eingreifen und ja, mit denen da und die werden alle freigesprochen können, unsere Polizei und Ordner da angreifen. Wir werden das sehen, wie das eskaliert, wenn wir nachher hier, wie in Berlin, Neukölln, Silvesternacht, dann werden wir das hier jetzt, wenn es dunkel wird, wenn wir Pech haben, jede Nacht erleben. Und dann muss das Militär hier raus und dann sagt dann Olaf Scholz, wir können euch nicht schützen, ihr müsst selber gucken, dass ihr die Synagogen mit beschützt, weil Polizei und so ist der Staat nicht mehr in der Lage. Der deutsche Staat ist nicht mehr in der Lage, für die Sicherheit der deutschen Bürger zu sorgen. Ich konnte es kaum hören, müsste ich eigentlich nochmal ein Video zu machen, das hat er wohl gestern in den Tagesthemen gesagt.
Es ist unfassbar, weil die Nancy Faeser macht hier so einen Wahlkampf und irgendwas und wir lassen immer weiter solche Migranten, das sind ja auch die Migranten, die jetzt seit 2016 hier sind. Die sind doch nicht alle integriert. Das macht mir doch keiner weiß und sind alle hochkriminell und die Kriminellen kriegen wir nicht abgeschoben. Das kann es nicht sein. Und jetzt kommt der Konflikt. Stellt euch das mal vor, wir haben hier so eine Demonstration und die kommen auf sowas. Stell dir mal vor, die beiden geraten zusammen. Da möchte ich nicht wissen, was da los ist. Und Deutschland steht ja dann zu Israel und die anderen werden jetzt, was passiert denn mit denen, wenn die jetzt morgen demonstrieren? Werden die alle verhaftet? Weil er hat ganz klar gesagt, der Scholz, das ist eine Straftat. Wer jetzt dafür sympathisiert und gegen dieses bestialische Hamas, was ja eigentlich auch stimmt. Aber es geht ja eigentlich um ein ganz anderes Problem. Es geht ja um die Zwei-Staaten-Lösung. Und Hamas schwimmt jetzt da mit. Es ist da werden wir keine Lösung reinbekommen. Das wird hier eskalieren. Und dann bin ich mal gespannt, wie hier die Soldaten, wie der Staat dann darauf reagiert. In meinen Augen haben wir die schlechteste Regierung aller Zeiten, wenn ich daran sehe, wie Helmut Schmidt diesen Konflikt mit den Geiseln von Mogadischu gemacht hat. Nein, die Maschine fliegt und man hat nachher die mit der GSG 9 in Mogadischu die Geiseln befreit. Und heute, wir haben jetzt auch, wir kriegen noch nicht mal die Leute aus Israel weggeflogen. Was für ein Tamtam. Und dann, da sind ja auch deutsche Geiseln, die kriegen wir nicht befreit, es wird nicht verhandelt, es wird nichts gemacht. Da essen die Fischbrötchen und sind sonst irgendwo. Und der lächelt. Die deutschen Bürger werden ausgelacht von Scholz und jetzt hier Baerbock und Scholz, die Grünen, stehen da irgendwie ratlos, reden, debattieren, aber es wird nicht gehandelt. Wir kriegen noch nicht mal, sind nicht mal in der Lage, Militärflugzeuge dahin zu fliegen und oder irgendwie dahin zu besuchen. Der Scholz müsste eigentlich jetzt in Israel sein, eine ganze Woche und dann mit verhandeln mit den Amerikanern zusammen. Wie kriegen wir hier eine Zwei-Staaten-Lösung? Wie kriegen wir das Problem gelöst? Und klar, die Terroristen müssen natürlich bestraft werden, genau wie der IS. Ja, wir werden sehen, wie sich das jetzt weiter entwickelt. Nur wie gesagt, stellt euch mal vor, hier die Demonstranten oder hier die Demokratie, die israelische Demokratie und die Palästinenser oder hier die hier demonstrieren, geraten hier gerade in Berlin, ne, das ist ja der Brennpunkt, jüdische Leben in Deutschland, die würden hier aneinanderstoßen. Ne, volle Solidarität mit. Das ist ja schon wieder eine Abstufung von den ganzen Palästinensern. Hier leben ja auch, ne? Ich möchte nicht wissen, was hier passieren kann. Ihr könnt ja mal in die Kommentare reinschreiben, wie ihr das seht. Seid ihr Betroffene? Wie seid ihr Israelis? Seid ihr Palästinenser? Wie kann man dieses Problem lösen? Ich sehe da ganz klar, muss der UNO mit der UNO-Charta 181 muss da eine Zwei-Staaten-Lösung sein. Es kann jetzt nicht sein, dass man im Gazastreifen 2 Millionen Menschen nicht aus. Wohin damit? Da muss man eine Lösung vorher hören, dass das auch so umgesetzt wird und nicht jetzt da rein und da einfach willkürlich da die Leute erschießen. Zahn um Zahn, Auge um Auge, das wäre nicht demokratisch, das wäre, dann würden die Israelis sich ja auch zu Terroristen machen. Man sollte sich nicht da auf die gleiche Stufe setzen, so hart das auch ist. Ganz klar, die Terroristen müssen bestraft werden, das geht natürlich nicht. Und ich weiß nicht, ob ich noch ein Foto habe. Ich glaube nicht, ist das mal, okay, gehe ich mal raus. So, ne? Das geht natürlich nicht. Und ich schalte euch nochmal um. Ne? Also schreibt ihr mal in die Kommentare rein, wie ihr das seht, welche Lösung könnte es da geben. Also ich bin für die Zwei-Staaten-Lösung. Ist nur die Frage, auf welchen Gebieten? Weil das israelische Volk ist ja auch, wird ja auch immer mehr. Und hier schaut man, wie die Ländereien da weggenommen werden. Und kein Volk gibt gerne ein Land ab. Das sehen wir hier in der Ukraine. Wenn würden wir da jetzt Ukraine, sag ich mal, jetzt grob aufteilen, hätten wir da vielleicht auch schon Frieden. Aber hier muss eine Lösung hin. Keine Ahnung, wie man das hier schaut. Gehen wir wieder zu 1947, vielleicht halbieren. Aber das ist auch nicht machbar. Da muss man mit den Anrainerstaaten reden. Es muss da eine Lösung gefunden werden, dass die zusammen, dass Palästina ein eigener Staat ist und dass die, ne, genau wie Deutschland und Frankreich und nicht mit diesem Korridor, alle vielleicht nach Westjordan rüber, aber dann haben die keinen Zugang mehr zum Meer. Sehr schwer. Ich würde oben die Spitze würde ich aufteilen und Jerusalem neutral lassen. Keine Ahnung. Das muss man hier mal alles durchdenken auf so, auf, ja,
auf so eine Weltkarte oder hier von dieser auch so eine Landkarte, wie man das lösen kann. Aber mit wem will man da von Palästina da reden? Ne? Mit Terroristen? Wer hat da das Sagen? Wer ist das Oberhaus? Hier der Abbas? Das ist die große Frage. Ja, ich hoffe, ihr konntet jetzt noch mal so ein bisschen mit den Bildern sehen, ne? Was sagt hier, wie heißt der Mohammed Al-Shalam, Salam, der König oder der Kronprinz von Saudi-Arabien, eins der reichsten Länder der Welt, und Katar, Dubai, Vereinigte Emirate, die müssen sich da auch zu äußern. Oder interessiert ihn das gar nicht? Wollen die das gar nicht? Das sind die Ärmsten der Ärmsten, Palästinenser, und überlassen das Volk seinem eigenen Schicksal. Und da muss natürlich das Völkerrecht, die Berber kommt doch vom Völkerrecht. Warum? Ja, aber Gott bewahre, wenn die es runterreißt. Nee, stimmt, lass Deutschland lieber hier. Das ist eine schlechte Regierung. Und lass das lieber die Amerikaner machen, mit Joe Biden und Putin von mir ist noch. Das sind, oder Macron, das sind wenigstens noch Staatsmänner. Und wir werden sehen, wie sich das jetzt hier weiter zuspitzt. Ich werde berichten. Ich werde da ne, oben verlinken. Und schaut in die Kommentare rein, in meinen alten, anderen Videos. Und dann, ja, sag ich mal, zum nächsten Video kommen ja jetzt täglich hier. Irgendwann rede ich davon auch nicht mehr. Da ist das Alltag. Genau wie damals, wie der Ukraine-Krieg losging mit Panzerlieferung. Das wird jetzt hier, werden wir jetzt immer die gleichen Bilder, das wird dann weniger werden. In 2 Wochen ist das denn Normalität. Es sei denn, die Lage spitz wird immer schwieriger, auch für uns. Dass unser Leben auch richtig teuer wird, dass wir hier kein Öl mehr haben, kein Benzin oder unbezahlbar, oder das wird hier alles rationiert. Und wir haben hier auf den Straßen Straßenschlachten und Ausgangssperre. Und dass das Militär, die Bundeswehr und Soldaten, Grenzschutz und Grenzpolizei patrouillieren hier und kontrollieren hier alles, damit das hier nicht weiter eskaliert, falls die ersten Toten kommen sollten. Ich weiß ja jetzt gar nicht, morgen ist das aufgerufen weltweit, hier habe ich ja auch gefilmt. Hamas ruft zum weltweiten Krieg gegen Israel aus, weil die wollen ja Israel auslöschen. Iran dann auch. Deswegen Iran unterstützt das vielleicht alles. Und das könnte richtig eskalieren. Und dann, oh je, ne? Also ich habe da kein gutes Gefühl. Ich will hoffen, ich habe Unrecht, habe ich auch schon in einem anderen Video gesagt, wenn ihr das bis zum Ende gehört habt. Wie gesagt, teilt das Video, schreibt die Kommentare da rein und ja, ich will hoffen, es kommt nicht so schlimm, dass man sich hier einigt. Am besten jetzt noch, und dass die Täter da, erstmal die Geiseln befreit werden. Da muss man ja irgendwie verhandeln, was, aber ich denke mal, die wollen eine Zwei-Staaten-Lösung, und da muss sich Israel auch dazu bekennen. Und nicht hier weiter 70 Jahre lang immer mehr Land den Palästinensern wegnehmen. Das geht natürlich nicht. Da muss eine Einigung hin, ne? Da muss Amerika richtig Druck aufbauen. Der Westen muss auch richtig mal Druck aufbauen, auch auf Israel. Ja, nicht nur helfen machen und man lässt ihnen das alles gewähren. Und klar sollen die sich, die werden ja nicht ja, angegriffen, ist bestialisch. Aber da steht ja keine Armee. Das ist ja ein Guerilla, das ist ja ein Guerillakampf. Wie damals im Vietnamkrieg. Vietcong, die waren alle in den Wäldern, in den Sträuchern, haben zugeschlagen kurz, und da waren die weg. Und Amerika, die Soldaten wussten gar nicht, wen und wo die da verteidigen sollten. Deswegen haben die auch verloren, weil da keine richtige Armee, und die wurden immer Nachschub, Nachschub und Waffen aus Russland und China, woher, aus den kommunistischen Ländern, hat Amerika nicht geschafft. Ne? Okay, dann schalte ich euch mal ab. Und sagt dann bis zum nächsten Video. Danke für euer Zuhören. Und ich denke mal, ich konnte wieder was euch hier sagen. Es ist sehr schwierig und sehr komplex und sehr, ja, fast nicht lösbar. Das ist meine große Befürchtung.